Brüder und Schwestern, die Geschichte von den Schafen und dem Hirten, das kennt jeder, das ist so ein Vergleich, den wir in der Bibel ziemlich oft finden. Und man könnte hier zwei Dinge betrachten heute, was die Hirten zu tun haben und was die Schafe. Da aber eigentlich keiner von uns ein Hirte ist, warum sage ich gleich, lohnt es sich, auf die Schafe zu schauen. Warum ich sage, dass keiner hier in diesem Raum der Hirte ist, aus einem einfachen Grund. Jesus sagt, ich bin der Hirt, ich und sonst niemand. Und klar stehen die Bischöfe in der Nachfolge der Apostel und so weiter und so fort. Und sie sollen auch als Hirten für das Volk Gottes sein, auch die Pfarrer, das ist ihre vorrangige Aufgabe. Aber nur so weit, wie sie es auch zulassen, dass der Herr der Hirte ist. Weil es besteht die Gefahr, dass man die Menschen an die eigene Person bindet und nicht an Jesus Christus. Kommt nicht so selten vor. Deswegen weg von den Hirten, wir sind ja keine, hin zu den Schafen, das sind wir alle, auch die Bischöfe. Und wenn man sich anschaut, wie Jesus diese Schafe hier charakterisiert, gibt es ein paar Dinge, die auffallen. Erstens, jedes Schaf hat so einen Namen, einen eigenen Namen, einen Namen, den der Hirte kennt. Also für mich und für dich bedeutet es, Gott kennt dich. Und das ist eine gute Nachricht. Er ist keiner, der da spannt und schaut, wie es in deinem Leben zugeht, was du falsch machst oder was du gut machst, sondern er kennt dich. Und so gesehen ist Gott auch der beste Freund von uns Menschen, weil er kennt jeden von uns wie keiner sonst. Aber er ist auch ein Hirte, also nicht nur ein Freund. Aber eines übersieht man, wenn man sich selber ein bisschen als Schaf betrachtet, als ein Teil des Volkes Gottes, dass diese Schafe auch eine Aufgabe haben. So ist in der Bibel das Volk Israel, das auserwählte Volk, das ist die Herde Gottes, die er selber weidet. Er geht immer voran, zeigt den Weg, sorgt für das Volk. Und wir sind das neue Israel, die Kirche Gottes, in ähnlicher Funktion. Und wenn man sich das genauer anschaut, wie es in der Bibel ist, also komme ich selber zu dem Schluss, dass die Schafe nicht nur dazu da sind, um zu grasen und sich mit sich selber zu vergnügen, ein bisschen Wolle zu produzieren und ein bisschen Milch, aber nicht viel mehr, sondern sie haben auch eine wichtige Aufgabe. So wie die ersten Apostel, die 12, von denen die Bibel berichtet, die waren auch Schafe. Eine kleine Herde, die um Jesus versammelt war, ganz nahe an ihm klebte, die ihm nachfolgte, wo er ging. Eine kleine Herde. Und diese 12 wurden auch von Jesus erkannt und bevollmächtigt, Aufgaben zu übernehmen. Und es ist oft so, also ich habe so den Eindruck, das wälzt man auf die Hirten ab. Ne? Also die Bischöfe, die Priester, die haben da Aufgaben in der Kirche, das ist wichtig. Vielleicht der eine oder andere in jenem oder anderen Bereich in der Kirche, Pfarrgemeinderat, ja, geht noch, Caritas geht noch. Viel mehr ist da nicht irgendwie im Fokus. Aber wenn man sich das anschaut, 12 Apostel, jeder der 12 übernahm Verantwortung. Auf verschiedene Art und Weise. Der Petrus war andere als der Johannes. Der Johannes war andere als der Jakobus. Der Jakobus anders als Matthäus. Jeder hatte so seine Aufgabe. Weil sie Jesus nachgefolgt sind und erkannt haben, dass er sie auch braucht in dieser Welt.
Das ist die erste Botschaft, also die zweite eigentlich. Jesus kennt dich beim Namen, die zweite ist, Jesus braucht dich. Also er kommt auch ohne dich ganz gut zurecht, muss man sich nichts vormachen, aber Jesus braucht dich um deiner Willen. Nicht, damit du etwas leistest für ihn, für die Welt, sondern weil er dich liebt. Was bedeutet das jetzt für mich? Also es ist so eine offensichtliche Sache, wenn ich die letzten Tage mit vielen Menschen im Gespräch war, mit den Mitbrüdern, wir hatten ja Provinzkapitel, haben neue Provinzleitung gewählt und über die Zukunft ein bisschen nachgedacht. Ich war jetzt auch mit ein paar jungen Leuten gestern da am Traunsee ein bisschen wandern aus der charismatischen Erneuerung. Wir haben auch da ziemlich intensive Gespräche geführt. Was ich merke in all diesen Gesprächen ist Folgendes. Wir folgen gerne Jesus nach. Und wir verstecken uns sehr oft in der Herde. Wollen keine Verantwortung übernehmen. Und ich möchte dir eines sagen. Jeder von uns ist dazu berufen, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. Das ist das, was das Konzil gelehrt hat. Was sehr oft auch missverstanden wird. Aber was gemeint war, ist Folgendes. Ganz einfache Wahrheit. Du, wer du auch bist, bist dazu berufen, in der Kirche Verantwortung zu übernehmen. Und ich zeige euch ein Beispiel. Es gibt eine tolle Organisation, die heißen Kizzy Kids, also so singende Kinder, und wir haben sie auch besucht gestern. Die haben ein tolles Haus bekommen, da am Traunsee. Die hatten aber kein Geld. Aber ein Bekannter hat einen gekannt, der ein bisschen Geld hatte. Aber sie konnten sich nie vorstellen, so viel Geld aufzutreiben. Und dieser eine Mann mit seiner Frau, die haben erkannt, dass es ihre Berufung ist, ihr Ruf, eigentlich ihr ganzes Vermögen diesen Kindern zu schenken. Sie haben Verantwortung übernommen. Für sie bedeutete es, auf das Erbe, auf das Vermögen zu verzichten. Die haben auch keine Kinder, ist nicht so weiter wild. Aber das tut schon weh, wenn du das, dein ganzes Angespartes jemanden einfach so gibst. Und das ist ihre Berufung gewesen in diesem Moment. Es gibt auch andere. Es gibt Leute, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Und es mag sein, also in der Kirche wird es sehr oft belächelt. Aber Papst Franziskus belehrt uns ganz eindringlich, dass es auch zu unserer Aufgabe ist, für das gemeinsame Haus zu sorgen. Und wenn Gott dir ein Herz gegeben hat, das in diesem Bereich sehr mitfühlend ist, dann ist es deine Aufgabe, sich auf diesen Bereich einzusetzen, mit deinen Mitteln und Möglichkeiten. Wenn dir der Herr ein Herz für kranke Menschen gegeben hat, dann wählt man sehr oft auch seinen Beruf. Es gibt viele Wege, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. Und das bedeutet nicht nur, dass man Lektor ist, ich bin dankbar für unsere Lektorin, oder Kantor, oder sonst jemand, der hier vorne steht und was macht, sind auch wichtige Dienste. Das ist auch Verantwortung in der Kirche. Aber das kann nicht jeder machen und muss nicht jeder machen. Und jetzt ist die Frage, die du dir stellen solltest, die ich mir selber auch immer wieder aufs Neue stelle. Wo soll ich Verantwortung übernehmen? Und wo übernehme ich diese Verantwortung nicht? Wie gesagt, der Herr kommt sehr gut ohne unsere Hilfe aus. Aber die Frage ist, ob ich dem Herrn dienen kann, wenn ich diesen Ruf Jesu in meinem Leben missachte, überhöre, nicht wahrnehmen will. Wozu ruft dich der Herr? Was für eine Verantwortung sollst du übernehmen? Hast du dir schon diese Frage gestellt? Nicht nur mittun, das ist sehr gut, dass du hier bist. Hörst das Wort Gottes, speist sich von dem Ganzen. Aber wenn du nur mit diesem nach Hause kommst und das nichts in deinem Leben bewirkt, bist du ein einfacher Konsument. Das ist
zwar ein schlimmes Wort, aber es ist halt so. Man nimmt, was man erwartet, und das war's. Aber wir sind zu etwas mehr berufen, nicht als einfache Konsumenten in der Kirche sein. Wenn du diesen Schritt nicht machen kannst, ist auch nicht weiter schlimm. Gott ist barmherzig und wird dir auch das Leben in Fülle so ermöglichen. Aber er lädt jeden von uns eindringlich ein: Übernimm Verantwortung. Das hat auch das Konzil sehr schön ausgedrückt. Das ist schon etliche Jahre her, aber diese Gedanken sind einfach genial. Dass die Kirche dazu ist, der Welt zu dienen, Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Das ist auch ein sehr alter Gedanke, wo wir als Kirche für die Welt beten. Das Gebet ist eine Sache, wo wir als Kirche uns für die Welt auch einsetzen. Die ganzen karitativen Werke, die die Kirche führt. Das ist nicht so sein Anhängsel zu dem Ganzen oder die politischen Aktivitäten, die auch die Kirche setzt, hier und dort. Das ist nicht nur ein Zusatz, das ist Kerngeschäft. Gebet ohne Verantwortung in der Welt zu übernehmen, läuft ins Leere. Es nutzt nur dir, wenn überhaupt. Und wir sind dazu berufen, uns einzusetzen, hinzugeben, soweit du kannst, mit deinen bescheidenen oder großen Möglichkeiten. Das ist nicht entscheidend. Gott kommt es nicht, geht es nicht um die Leistung, sondern Gott geht es um dich. Er kennt dich und er weiß, wozu du fähig bist. Und deswegen hörst du auch in deinem Herzen manchmal diesen Ruf, diese Unruhe, wenn du etwas siehst in den Nachrichten oder sonst was. Oder wenn du Not um dich herum siehst, da sollst du dich auch einsetzen. Und wenn du nicht den Mut hast, geh ins Gebet, bei dieser Messe auch. Dazu ist sie auch da, um sich zu speisen, um das in sich zu nehmen, und bitte den Herrn um den Mut. Und er wird es dir geben, zur rechten Zeit. Hab keine Angst, Verantwortung zu übernehmen. Weil der Herr wird dich in immer größere Weite führen, wie er es mit den 12 Aposteln gemacht hat. Einfache Fischer, nichtsbedeutende Menschen, außer vielleicht einem. Matthäus war ein Zöllner, also der hatte was schon zu sagen, aber die anderen, das ist ja ganz einfache Menschen. Und dadurch, dass sie es gewagt haben, Verantwortung zu übernehmen, haben sie diese Welt nachhaltig verändert. Auch du bist dazu berufen.